Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie und zwar könnte Kaido der Vater von Katakuri, Daifuku und Oven sein. Dies ist keine wirkliche neue Theorie, ich habe sie ab der letzten im Oro Jackson Forum gelesen, weiß aber leider nicht mehr, wie dieser User hieß. Trotzdem, alle Credits gehen an ihn. Und in dieser Theorie geht es darum, dass Katakuri, Daifukus und Ovens Vater Kaido ist. Diese Vorstellung, Big Mom und Kaido. Naja, wir können ja mittlerweile schon schließen, dass Streusen der Vater von Perospero und möglicherweise auch Kompott ist. Die Verbindung zwischen Perospero und Streusen sehen wir alleine schon mit den Ähnlichkeiten in diesem Bild. Aber wer ist denn dann letzten Endes der Vater von Katakuri, Daifuku und Oven? Ist es wirklich Kaido oder jemand ganz anderes? Hier mal ein kleines Namensspiel. Wir haben den Namen Kaido. Wir haben das K von Katakuri, wir haben das Dai von Daifuku und wir haben das O von Oven. Fügen wir diese Buchstaben zusammen, kommt wieder heraus Kaido. Auch sehen sich Oven und Kaido sehr, sehr ähnlich, wie hier in diesem Bild zu erkennen. Er hat zumindest mal denselben Kinnbart und dieselbe Expression, denselben Ausdruck wie sein möglicherweise Vater. Bei Katakuri sieht man das nicht so extrem. Jedoch können wir davon ausgehen, dass Kaido mit seinen Hörnern und so weiter kein normaler Mensch ist. Viele vermuten, dass er ein Oni oder sowas in der Richtung ist. Oni werden aber nicht nur mit Hörnern dargestellt, sondern oft auch mit riesigen Zähnen, die denen Katakuris entsprechen. Wenn wir uns Katakuri nochmal näher anschauen, sehen wir, er hat nur auf seiner linken Seite am Körper und über den gesamten Arm ein Tattoo. So wie auch Kaido. Zudem trägt er genauso wie Kaido diese Dornenbänder am Arm und Katakuri hat diese sogar noch an seinen Beinen. Zudem haben beide jeweils eine Art Totenkopf als Tattoo am linken Arm. Die drei Brüder sind die größten Mitglieder der Bande, abgesehen von Big Mom. Und auch Kaido ist riesig. Das einzige, was Daifuku von Kaido haben könnte jedoch, ist der Schnurrbart. Nur dass Daifuku diesen Doppelbart in einer viel kleineren Ausführung hat. Zudem kommt noch, dass diese drei die stärksten Mitglieder sind, was klar wäre bei Kindern von zwei Yonkos. Aber der größte Punkt, weshalb es zu 100% sicher ist, wir hätten damit endlich einen Grund, warum Kaido so dringend sterben will. Ich meine, wenn ihr nach einer betrunkenen Nacht neben Big Mom aufwacht, ich glaube, da würden wir alle wohl lieber Sake trinken und von einer Himmelsinsel springen, oder nicht? Naja, das war's auf jeden Fall von dieser kleinen Mini-Theorie. Wie gesagt, Credits gehen an den unbekannten User aus dem Oro Jackson Forum. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abonnement und einen kleinen Klick auf die Notification Bell freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, schaut doch einmal vorbei auf Facebook. www.facebook.com/insanenetwork. Dort findet ihr alle meine Beiträge und noch viel, viel mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth.